3, 2, 1, los. Wenn auch ohne Schnee, der Athletik- und Ballspielclub Zentrum Berlin veranstaltete passend zum Winter den mittlerweile schon 85. Plenterwaldlauf. Schöne Stimmung trotz kalter Temperaturen. Bin zum ersten Mal hier gestartet. Hat Spaß gemacht. Also mir geht's sehr gut. Jetzt nach dem Ziel ist natürlich immer besser als am Start. Nette familiäre Atmosphäre. Gefällt mir gut. Bin schon zum dritten Mal dabei und hat mir bisher auch mal gut gefallen. Ja. Das ist einer meiner Lieblingsläufer mit. Ist immer ein schöner Auftakt. Rund 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer trafen sich am vergangenen Sonntag zum alljährlich stattfindenden traditionellen Plenterwaldlauf in Berlin-Treptow. Trotz des starken Regens und kalter Temperaturen ließen sich die super motivierten Läuferinnen und Läufer nicht davon abschrecken, an den Start zu gehen. Ich kenne viele Leute, die hier jedes Jahr mitlaufen und ich habe es noch nie geschafft, deswegen hatte ich es mir fest vorgenommen. Einfach die Strecke hier im Treptower Park ist schön. Vielleicht so ein bisschen die Kindheitserinnerungen hochholen über den Spreepark. Ich mag diese kleine familiäre Atmosphäre, mit ein paar Freunden zusammen zu laufen. Ist eben ein schöner Wettkampf. Und schön ist es jetzt auch, dass es auch Medaillen gibt. Die Athletinnen und Athleten durften im Voraus überlegen, welche Streckenlängen sie denn nun wählen. Zur Auswahl standen 15, 15 oder 20 Kilometer. Nicht nur an Einzelläuferinnen und Läufer wurde gedacht, nein, auch Staffelläufe standen hier auf dem Programm. Es war auf jeden Fall anstrengend und man musste auf jeden Fall auf seinen Tritt achten, dass man nicht im Matsch landet. Machbar. Machbar. Nass natürlich, wie für alle wahrscheinlich, rutschig, matschig, aber sonst temperaturmäßig super, ist gut, alles gut gelaufen, ja. Als kleines Highlight konnte man sich die zweite Hälfte seiner Medaille abholen. Die erste Hälfte gab es beim Paarlauf im vergangenen Jahr. Alles perfekt organisiert, so wie bei den letzten Malen auch. Ganz nette Leute an der Strecke, es gab ein bisschen Verpflegung, die Taschen konnte man abgeben. Also für mich war alles dabei, was für so eine sehr gute Organisation braucht. Kurze Wartezeiten, alles Nötige ist da, also alles perfekt. Positive Resonanz also der Athletinnen und Athleten, doch was sagt eigentlich die Crew dazu? Leider viel Regen, haben wir gesehen, aber da hat die Stimmung keinen Abbruch getan. Knapp 700 Läufer am Start, ist also mehr, als wir deutlich erwartet haben bei diesem Wetter oder deutlich mehr. Und insofern, wir sind absolut zufrieden. Wenn das mal kein gelungener Tag war, trotz der Wetterverhältnisse, seid also dabei, wenn der Countdown zum Startschuss dann schon zum 86. Mal läuft.